Willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays hier auf der Goldcrest Valley. Bin jetzt mal auf dem Weg jetzt Richtung Hof, da ja ich vorhabe, wenn jetzt die Felder reif sind, die zu dreschen, mal schauen, was da so Ertrag ist. Bin ich mal ganz gespannt. Aber mir gefällt der Faltrad, der ist echt super hier. Schön zu fahren. Sehr dreckig. Ich habe noch keinen Hochdruckreiniger gekauft, dass der mal ein bisschen mal sauber wird. Da habe ich schon etliche Stunden jetzt schon drauf. 14 Stunden. Schade, dass es den Kilometer-Mod noch nicht gibt. Das wäre ja optimal. So, raus an sich gehen. Irgendwo da vorne geht's dann ab. Hab ja noch nicht viele Felder, immer noch die ersten drei. Bin ja auch noch um Tag 3, das muss man auch noch dazu sagen. So. Sind wir gleich angekommen. Bin auch mal gespannt, was dann mit dem Feld Nummer 2 eigentlich ist, wenn das soweit ist. Oh, ein bisschen mal schneiden. Oh. Hier dürfte ich jetzt irgendwas mit Stroh haben, weil ich will ja mir Viecher noch kaufen. Bis jetzt habe ich erst Schafe. Dann stelle ich mal hierher. So, jetzt marschieren wir jetzt mal Richtung Drescher. In einen habe ich noch ein Gras drin. So. Ich habe noch den kleinen. Einen kleinen Case. Mal schauen, was das GPS sagt. Ich finde es feiner, mit GPS zu arbeiten. So. So. Umschalten. Was haben wir jetzt hier? Ah ja, Gerste, genau. Gerste habe ich gesagt gehabt zum Peter. Ja, ich brauche was, wo ich Stroh habe. Nachher natürlich für die Kühe, für ein Mischfutter. Bin ich überlegen, soll ich mir den Ballen pressen? Für ein Mischfutter zu machen? Was eigentlich dann besser ist. So, mal warten kurz. So. Baut da hinten immer noch ab zu raus. So, komm vor. Ich weiß immer, ich dasch lieber so. Weil mit GPS ist es kein Problem, wenn ich da ein paar Reihen auslasse. Ist optimal zum Drehen. Kann man sagen, ja. Muss hier Vorwände machen. Ja, Vorwände, ja, schön. Warum nicht? Aber so kann ich das ein bisschen besser machen, finde ich.
So. Optimal. Bis wir das Feld fertig haben, ist schon einiges geschafft. Frisch ist es heute. Eins, zwei, drei. Ja, das ist die vierte Reihe jetzt da. Hoch, eine SMS. Er schreibt jetzt da. Danke, danke. Und weiter geht's. Ich glaube, das ganze Feld werden wir nicht da machen in dem Video, weil das dauert eine Ewigkeit nachher wieder. Aber wie ich jetzt sehe, der Tank ist ja auch schon 70% jetzt voll. Die Minikarte kann ich ausschalten. Es wäre auch nicht schlecht, wenn ihr mal die Karte irgendwie anders da machen könnte, nicht der so klein und dann so riesig. So. Ich glaube, als nächstes wäre doch mal ein größeres Schneidwerk dran. Das war jetzt so. Weil er die Spur nicht so ganz passt. Oder einen größeren Drescher wäre auch nicht schlecht. Ein Fendt oder so. Habe ich ja eh runtergeladen. Bei ModHub. Wenn ich da vorne bin, werde ich dann mal abtanken. Rüber. Ups, ein bisschen zu weit. Jawoll. Der Kornspeicher sieht man schön hinten durch, dass der leer wird. Bisschen zurückfahren, nicht alles auf dem Haufen liegen habe. So, mal das Rohr wieder einfahren.
Dann dreschen wir wieder mal weiter. Also ich finde echt super, dass man die Spiegel, das gefällt mir narrisch gut. Und Spion könnte man auch mal ausschalten. Brauche ich ja nicht, bin ja alleine jetzt da. Vorteilhaft ist es, wenn man zu zweit oder zu zehnt spielt. Aber alleine braucht man keinen Spion. Außer wenn ich jetzt den Helfer fahren lasse zum Dreschen. Ich will ja selber auch was machen, deswegen mal kein Helfer. So. Da wir wieder mit dem GPS wieder arbeiten. Können wir mal die halbe Bahn. Ein Strohlager habe ich ja auch schon gekauft. Da kann ich das so reinhauen. Und natürlich, ja, ich denke, ich werde doch vielleicht Ballen machen. Ich habe irgendwie Lust auf Ballen zu pressen. So was Feines. Rundlader habe ich auch. Zum Einsammeln. Ah, Ballen passt, ja. Hey! Mei, oh mei, oh mei. Ja, sowas aber auch. So. Dann geht das auch, dann klappt's auch. Mit dem Drescher. Aber hätten die auch machen können, dass die Kamera da funktioniert, also der Monitor funktioniert, dass es eine Kamera wäre. Weil der Monitor ist ja für eine Kamera da. Vielleicht kommt das ja mal als Mod raus, dass da oben der kleine Monitor funktioniert. Das wäre echt toll. Sehr real gehalten dann, würde ich sagen. Warten wir es mal. Jetzt habe ich das Stroh überall liegen, nicht da, wo ich möchte. So. Das mal gespeichert, das Spiel. So, die Runde. Jawohl. Ah, es. Schätzungsweise knapp das halbe Feld haben wir gemacht. Ja, dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut's wieder rein, wenn euch das Video gefallen hat. Hiermit sage ich bis demnächst. Euer Franz.